Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 14. November. Das ist das hier, das ist die Zeitung. Und ich lese die Bildunterschrift. Venedig, die Stadt der Kanäle, versinkt im Hochwasser. Gondeln werden fortgerissen, Gebäude zerstört, Hotels und der Markusdom geflutet. Venedig erlebt ein katastrophales Hochwasser. Am Mittwoch heulten die Sirenen erneut. Bereits in der Nacht hatte die Alta Marea für schwere Verwüstung gesorgt und zwei Menschen das Leben gekostet. Am Dienstagabend war der höchste Wasserstand in der Geschichte der Aufzeichnung der Stadt gemessen worden. 187 cm erreichte der Wasserpegel. Das waren nur 7 cm weniger. Dienstagabend war der zweithöchste, nicht der höchste. Dienstagabend war der zweithöchste Wasserstand. Und es waren nur 7 cm weniger als beim Jahrhunderthochwasser von 1966. Okay. Ja. Man sieht hier Gondeln, die festgemacht sind und warum die wegschwimmen sollten, kann auch keiner erkennen. Naja. Okay, das war's auch schon. Tschüss.